Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich hab endgültig keine Lust mehr auf diese Sache. Darf der Calvin bei mir spielen? Ja! Ja, darf er! Willst du, dass ich sauer werde? Warte, was? Ja! Du hast richtig gehört. Kevin darf spielen kommen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich werde mit dieser Scheiße schon seit 2 Monaten auf Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, überall, auf allen Social Medias mit voll gespammt. Sogar in den Kommentaren von Crunchyroll bin ich nicht sicher. Ich wollte einfach nur ganz gechillt eine Folge Naruto schauen und sehe dann diesen Kommentar. Und das Ganze hat sich nicht nur auf Social Media verbreitet, sondern auch in Real Life. Meine Freunde nerven mich damit. Meine Mutter nervt mich damit. Mama, kannst du mir vielleicht die Milch da hinten geben? Erst wenn der Kevin spielen kommen darf. Und sogar Unge! Darf der Kevin heute spielen kommen? Darf der Kevin heute spielen kommen? Unge, wirklich, du bist die letzte Person, von der ich sowas erwartet hätte, ganz ehrlich. Eigentlich mag ich dich ja, aber wenn du halt so eine Scheiße abziehst, ich weiß nicht, was ich dann von dir denken soll, echt. Keine Ahnung. Ich hab ganz ehrlich keine Lust mehr und will einfach, dass alles so wird wie früher. Dass ich normale Kommentare kriege, dass ich mich freue, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, wenn jemand etwas kommentiert hat. Und nicht jedes Mal enttäuscht bin, wenn ich dann sehe, dass mal wieder darf der Kevin spielen kommen kommentiert wurde. Wirklich, Kommentare lesen macht so einfach wirklich ohne Spaß keinen Spaß mehr. Ich will wieder normale Privatnachrichten auf Instagram kriegen. Ich will wieder normale Tags auf Instagram kriegen. Ich will wieder normale Follower auf Instagram kriegen. Schaut euch das an, die Hälfte von meinen Follower sind irgendwelche Kevin-Accounts. Das hört nicht auf. Und ich will natürlich wieder ein normales Leben führen können, ohne dass meine Mutter und meine Freunde mich damit belästigen. Ich will einfach, dass alles wieder normal wird, okay? Deswegen werde ich die ganze Sache hier und jetzt ein für alle Mal beenden. Es tut mir leid, Ohrenaugenkatze. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich es nie erlaubt habe, dass Kevin spielen kommen darf. Das war... Es ist schwer, um das zu sagen, aber es war falsch von mir. Wenn der Kevin so gerne mit dir spielen will, dann darf er vorbeikommen, dann... Ja, dann darf der Kevin spielen kommen. Es tut mir leid, der Kevin darf spielen kommen. Ein Ende von einer Ära, würde ich sagen. Es hat Spaß gemacht, wirklich. Die Videos, die waren echt toll. Diese Kevin spielen kommen Videos, aber jetzt ist halt wirklich genug. Ich möchte einfach wieder, dass alles so wie früher wird, dass ich normale Kommentare kriege, normale Freunde habe, dass einfach... Ich habe einfach wirklich keine Lust mehr. Ich danke euch für alles, es war schön, aber jetzt ist halt wirklich genug. Also, Mama, darf der Kevin jetzt bei mir spielen? Darf der Kevin bei mir spielen kommen? Scheiße, wo kommst du auf einmal her? April, April! Kevin darf nicht spielen kommen! Reingelegt! Der Kevin darf niemals spielen kommen! Halt dein Maul! Ich hab nichts gesagt! Halt trotzdem dein Maul! Bist voll drauf reingefallen! Dieses Video hättest du besser nicht machen sollen. Wir werden schon dafür sorgen, dass der Kevin spielen kommt. Ändert alle euer YouTube-Profilbild in eins von diesen 3 Bildern. Nett, sauer, mega sauer. Und schreibt überall auf YouTube in den Kommentaren, darf der Kevin spielen kommen. Und um nicht nur im Internet laut zu sein, könnt ihr auch meinen Merch kaufen. Ja, der Merch sieht schon ziemlich nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte, was? Dein Merch? Das ist mein Merch! Hör auf, für meinen Merch Werbung zu machen! Mit dem Code NTK kriegt ihr alle 10% Rabatt auf den Merch. Warte, hör auf! Nein, du kannst nicht einfach 10% Rabattcodes hier abgeben. Das kannst du nicht machen! Somit werden wir eine Armee aufbauen. Need to know. Du wirst dieses Video noch bereuen. Bis dann.